Karl-Heinz Hanni, ein Jahr Tierrettung in Vorarlberg. Wie kam die Idee mit der Tierrettung? Die Idee der Tierrettung ist eigentlich für sich sehr alt. Es gab da eine Frau Auer in Lustenau, die die Tierrettung ins Leben gerufen hat. Die Frau ist leider verstorben und so hat das Tierheim in Dornbirn die Funktion an und für sich übernommen und ich an und für sich den Außendienst, also die Rettung der Tiere, übernommen. Woher nimmt man das Wissen? Das Wissen kommt von Kind auf. Ich hatte einen sehr naturinteressierten Großvater, der mir schon als kleines Kind alles Mögliche beigebracht hat. Und so hat sich mein Wissen durch Tierhaltung, durch Beobachtung einigermaßen gesteigert. Alles kann man natürlich nie wissen. Wie läuft so eine Alarmierung ab? Gab es da auch spektakuläre Einsätze bis jetzt? Es gibt immer wieder spektakuläre Einsätze. Die positiven sind, dass die Polizei anruft, zum Beispiel die Seepolizei, dass ein Schwan einen Angelhaken im Hals hat und man dann darf mit dem Boot hinausfahren, den Schwan zu bergen. Negative Einsätze sind in der Nacht überfahrene Katzen, die dann so schlecht beieinander sind, dass sie das Rückgrat gebrochen haben und dann beim Tierarzt eingeschläfert werden müssen. Was tue ich jetzt, wenn ich ein verletztes Tier auffinde? Sie können direkt die Tierrettung anrufen, Sie können beim Tierschutzheim in Dornbirn anrufen, Sie können die Polizeidienststelle anrufen, Sie werden immer wieder zu mir kommen. Ein Jahr Tierrettung, wie viele Einsätze gab es da seit dem Bestehen? Seit dem Bestehen ist schwierig zu sagen. Im heurigen Jahr gab es bis jetzt 333 Einsätze. Letztes Jahr waren es ca. 600 im Jahr und die vorhergehenden Jahre waren es 500 Einsätze. Wir sind im heurigen Jahr allein 11.000 Kilometer gefahren, um Tiere zu bergen.